Dazu passt, finde ich, die erste Frage vielleicht, die wir heute bei Angeberwissen fürs Büro haben. Ja, stimmt es das mit unserer lieben Kollegin Charlotte Kalender? Wir fangen an mit der Frage, du sagst es ja gerade, die Überleitung war schon da. Stimmt es, dass das menschliche Gehirn schrumpft? Das schrumpft, aber richtig. Vor allem bei mir, wenn ich das sehe, wie da reingekippt wird. Nein, Spaß beiseite. Es schrumpft aus folgendem Grund. Es wird immer wärmer. Deswegen schrumpft es das Gehirn. Und wir haben mittlerweile externe Speicherkapazitäten, auf denen wir ja auch Dinge speichern, sodass unser Gehirn gar nicht mehr zwingend notwendig alles speichern muss. Dadurch schrumpft es auch. Aha, das heißt, das Gehirn wird effektiver und schafft eventuell mehr Platz für andere wichtige Dinge im Kopf. Genau, weil wir ja alles auf irgendwelchen Festplatten und in den Smartphones und so haben. Das heißt, wir geben einfach nur ab. Wir geben ab und können dafür andere Dinge. Wir delegieren besser, das ist doch toll. Praktisch nur was. Ja. So, von daher, ja, das ist richtig, aber wir brauchen es eben auch nicht. Der nächste bitte. Stimmt es, dass Wassermelone den Magen reinigt? Nein, im Gegenteil. Also Wassermelone ist an sich eine gute Sache, aber die Oberfläche ist sehr säurearm und Bakterien können sich da unheimlich gut vermehren. Das kennt man, wenn man so eine aufgeschnittene Melone im Kühlschrank lässt, dann ist aber auch schnell vorbei damit. Das heißt, am besten beim Aufschneiden oder wenn es aufgeschnitten ist, gleich am nächsten Tag, am selben Tag, Entschuldigung, essen und dann kann eigentlich nichts passieren. Der nächste. Jetzt bin ich gespannt. Stimmt es, dass Unfälle mit E-Scootern gefährlicher sind als Motorradunfälle? Ja, das ist eigentlich sogar ein recht ernstes Thema, denn das ist eine neue Studie, die kommt zwar aus Frankreich und da waren doppelt so viele Behandlungen von Traumapatienten, also das heißt wirklich schwere Verletzungen von E-Scootern, als von Motorradfahrern. Und das liegt natürlich daran, dass die Motorradfahrer im Grunde auch mehr ausgerüstet sind. Sie sind auf der Straße, sie sind besser geschützt, haben spezielle Kleidung. Und auf dem E-Scooter, da wird Yippie-Yay, Schweinebacke rauf da und dann durch die Stadt und im Urlaub. Und es wird eigentlich ganz wenig auf Schutz geachtet. Deswegen super wichtig, dass wir da auch Abstand halten, dass man sich so kleidet. Im Grunde ein bisschen wie beim Motorradfahren, weil die sind ja schnell, die Dinger. Und, da ist man auch gar nicht so richtig drauf eingestellt. Immer mit Helm und wirklich aufpassen, liebe Leute. Hören Sie gut zu, insbesondere bitte. Die Jungen unter Ihnen. Genau. Stimmt es, dass Einsamkeit so schädlich ist wie Kettenrauchen? Ja, wie 15 Zigaretten am Tag ist jetzt sogar rausgekommen. Da werden ja dann immer so Vergleichsstudien gemacht und dann denkt man, wie kann das denn sein? Aber es ist wirklich so und das kennt, der Mensch möchte nicht einsam sein. Und gerade wenn er es auch nicht möchte, sondern unfreiwillig es ist, ne, wenn man sich selbst zurückzieht, ist ja okay. Das ist eben in dieser Studie rausgekommen. Von daher wäre es gut, wenn man sich, es gibt ja genug Möglichkeiten mittlerweile Menschen kennenzulernen. Meine Großmutter hat sich immer auf eine Parkbank im Park gesetzt und hat dann mit Menschen gesprochen. Das ist so schön. Ja, der nächste bitte. Stimmt es, dass viele Muskeln vor Alzheimer schützen? Ja, magere Muskelmasse schützt vor Alzheimer, ist rausgekommen. Das würde bedeuten, dass die Menschen, die ein bisschen bemuskelter sind, auch weniger Alzheimer bekommen. Und so ist es natürlich leider auch. Das ist, passt wieder so in dieses Bild der Zivilisationserkrankung. Bemuskelter, das finde ich ein schönes Wort. Stimmt es, dass Chlorwasser schädlich für die Augen ist? Ja, es gibt ja die sogenannte Schwimmbadkonjunktivitis, Bindehautentzündung. Es ist nämlich so, dass das Chlor im Wasser natürlich die Augen reizt. Deswegen hat man gerne mal so ein bisschen rötliche Augen auch. Und auf diese gereizte Haut treffen jetzt dann doch ja Bakterien, weil ja immer noch welche übrig sind. Und bei Menschen, die da sehr empfindlich sind, führt das dann zu einer Bindehautentzündung. Aber das ist so ein bisschen wie manche bekommen Rückenschmerzen, manche bekommen das. Wenn man dafür nicht so anfällig ist, dann passiert das eigentlich nicht. Der nächste. Stimmt es, dass rote Beete die Muskelkraft steigert? Ja, auch das fand ich interessant. Also das war eine Studie auch mit Sportlern, die rote Beete gegessen haben. Und da sind eben bestimmte Stoffe drin, die dazu führen, dass die Muskelmasse zunimmt. Also wir brauchen gar keinen Anabolika mehr, wir können einfach rote Beete futtern. Aber Obacht, der Stuhlgang wird dann manchmal rot. Nicht erschrecken. Wenn du 20 Sekunden für die nächste Frage nutzt, schaffen wir auch noch die letzte. Stimmt es, dass Natron Schweißgeruch neutralisiert? Ja, das ist super. 3 bis 4 Esslöffel in die Waschmaschine. Dann werden selbst hartnäckige Schweißflecken eliminiert. Von daher ist es eine super Sache. Frau Doktor, ich bin begeistert. Wir haben alles geschafft. Vielen Dank. Toll. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.